Jetzt 60 Minuten lang die besten Witze und Nachrichten der Welt bei Antenne. Wie immer mit Ramona und ihr Team. Antenne, das Radio. Hallo meine Damen und Herren, am Mikrofon ist Ramona und neben mir sitzt meine Kollegin Julia. Hallo Julia. Hallo Ramona. Heute haben wir das Thema der Grand Prix und das 60 Minuten lang. Ihr könnt uns wieder anrufen und uns eure Meinung sagen. Was haltet ihr davon, wenn die New Angels mal beim Grand Prix mitmachen würden? Ruft uns jetzt an unter der Telefonnummer 0511 33 17 42 oder schickt uns einfach eine E-Mail. Okay, ich hoffe, dass meine Fans Danny, David und Marvin Wiesner wieder meine Sendung hören. Ihr könnt natürlich auch wieder anrufen und uns auch eine E-Mail schicken. Aber jetzt kommen erstmal die News. Antenne des Radio News mit Ramona. Heute Montag, den 8.04.2002. Großraum Bundesrepublik. Achten Sie bitte auf dicke weiße Fussel, die in der Luft herumfliegen. Die sind aus dem gentechnischen Laboratorium in Porz entwichen und sehr gefährlich. Frauen werden bei Hautkontakt damit schwanger und Männer schwul. Und jetzt die Suchmeldungen mit Julia. Suchmeldung. Gesucht wird dieser Mann. Er ist 2,20 Meter groß, 1,90 Meter breit. Er trägt einen großen Löffel als Waffe. Sein Kopf ist pink und hat die Form eines Luftballons. Hat zwei gelbe Hasenzähne, trägt einen schwarzen Strampelanzug mit drei blauen Knöpfen. Er ist aus dem Supermarkt geflohen. Bitte rufen Sie uns nicht an, wenn Sie diesen Mann sehen. Er gehört dem Weihnachtsmann. An alle Autofahrer, kehren Sie sofort um, denn Ihr Haus wird gerade entführt. Vielleicht schaffen Sie es noch, Ihr Haus zu retten. Herr Krutz aus Krutz, unterwegs in einem Golf. Mit dem Kennzeichen Krutz fahren Sie sofort nach Hause. Ihr Haus brennt. Und jetzt das Wetter mit Angelika Siebert. Wetter. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Diese Woche haben wir Sternzeichenwetter. Das liegt daran, dass alle Sternzeichen ja falsch sein sollen. Und los geht's. Niedersachsen. Es regnet männliche Steinböcke. Also greifen Sie zu, liebe Damen. Sachsen-Anhalt. Es scheint Löwen vom Himmel. Sachsen. Es schneit Jungfrauen. Also greifen Sie zu, liebe Herren. Baden-Württemberg. Es scheint Zwillinge vom Himmel. Berlin. Es hageln Widder vom Himmel. Achtung, Schmerzhaft. Und jetzt der Stau mit Ramona. Stopp. A1 1 Kilometer. A2 10 Kilometer, A3 18 Kilometer, A4 100 Kilometer, A5 100 Kilometer, A7 11 Kilometer, B3 2 Kilometer, B65 3 Kilometer, B100 53 5 Kilometer, im Warndreieck 15 Kilometer und im Elbtunnel 7 Kilometer. Sonst ist freie Fahrt. Eine wichtige Durchsage. Dieser Stau hält ungefähr 24 Stunden an. Also machen Sie sich auf etwas gefasst. Antenne des Radio. Am Mikrofon sind Ramona und Julia. Und jetzt könnt ihr wieder anrufen und eure Meinung sagen. Was haltet ihr davon, wenn die New Angels mal beim Grand Prix mitmachen würden? Ruft jetzt an unter der Telefonnummer 0511 33 17 42 oder schickt uns eine E-Mail. So, jetzt kommt erstmal Musik für euch, danach hören wir uns wieder. Hier sind erstmal, passend zum Grand Prix, heute unser Thema, hier sind die Olsen Brothers mit Walk Right Back. Viel Spaß! Antenne des Radio. Every time I feel so lonely, walking through the night, more and more I long to hold you, long to hold you.
Mikrofon sind Ramona und Julia. So, hier sind wir wieder. Am Telefon haben wir jetzt Danny Wiesner. Hallo, Danny. Hallo, Wiesner, Maschmann. Wann soll ich denn kommen und was wolltest denn du? Was hältst denn du davon, wenn die New Angels mal beim Grand Prix mitmachen würden? Danny? Wie es aussieht, hat er aufgelegt. Naja. Vielleicht versucht er es ja nochmal. Na, Julia. Ja, das denke ich auch. Aber irgendwie ist das komisch, ne? Also man fragt ihn was und dann... Hallo, wie ist der Maschinen raus? Dann soll ich denn kommen? Das wollte ich nicht. Ja, irgendwie ist es auch komisch, Julia. Vor allen Dingen das, wann er kommen soll, das verstehe ich aber auch nicht. Ich wollte doch nur wissen, was er davon hält, wenn die New Angels mal beim Grand Prix mitmachen würden. Und das frage ich euch auch, was ihr davon haltet. Und da könnt ihr uns natürlich auch anrufen und uns natürlich auch eine E-Mail schicken. Und zwar könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer 0511 33 17 42. Oder schickt uns einfach eine E-Mail. Gut, aber jetzt geht es erstmal weiter mit Musik. Und jetzt ist hier erstmal Classic mit Too Long. Antenne des Radio. How long will I wait for you? How long will you wait for me? You don't get too close, you won't see the joke. Maybe everything looks so cool, maybe I'm just fooling. When I'm almost out the door, your sweet smile is so. Hey, I think you're just the same. Better if you think again. Mikrofon ist jetzt Julia und neben mir sitzt jetzt Ramona. Hallo Ramona. Hallo Julia. Du hast ja jetzt gerade dein neues Album aufgenommen.
Wie heißt denn das Album und wann gibt es denn das Album zu kaufen? Ja, das Album heißt Sailor Moon, weil auf dem Album Sailor Moon Songs drauf sind. Und das Album gibt es Ende April, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Handel zu kaufen. Und ja, gut. Gibt es denn auch neben deinem Album eine Maxi-CD? Ja, auf der sind nur 3 Songs von mir drauf und auf dem Album sind so um die 20 Songs drauf. Also da würde ich raten, lieber das Album zu kaufen. Okay, danke Ramona, dass du hier warst. Und ihr von dem Radio, kauft euch das Album von Ramona. Ne? Also es sind echt tolle Songs drauf. Und eins haben wir jetzt davon rausgesucht und wir spielen jetzt einen Song von Ramonas neuen Album, das ja erst Ende April im Handel erscheint. Und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß damit. Hier ist ein Song von Ramonas neuem Album. Antenne, das Radio. Also von mir. Also am Mikrofon sind jetzt Ramona und Julia. Ja, genau, das war gerade ein Song von Ramona. Danke, Julia, du musst nicht mehr sagen. Gut. Und wir haben jetzt eine E-Mail von David Wiesner bekommen. Und die werden wir jetzt mal vorlesen, denn er schreibt, liebes Antenne-Team, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die New Angels beim Grand Prix mitmachen würden. Ich bin der Meinung, schlimmer kann es nicht werden. Wir verlieren doch jedes Jahr. Ganz egal, welchen Idioten oder welche Idioten, ich meine, welche Idioten, sorry, ich meine Sänger, wir dorthin schicken. David. Tja. Also Idioten würde ich nicht so sagen. Nee, ich auch nicht. Also Idioten, naja. Es waren ja beim Vorentscheid Idioten dabei, ein paar, die von dem Mist, also der eigentlich nicht so geeignet ist für den Grand Prix, was die da so gesungen haben. Ja. Also ganz schön. Die wurden ja dann noch raussortiert, vorher, bevor es dann wirklich zum richtigen Grund ging. Genau. Also, Idioten muss ich da nicht sagen. Ich meine, vielleicht im Vorentscheid, aber beim richtigen Grand Prix, obwohl mir aufgefallen ist, Idioten sind es eigentlich nicht, aber bei vielen Ländern ist mir aufgefallen, da wurden meistens Lieder gesungen, bei denen an die Melodie, die da gespielt wurde, sehr bekannt vorkam. Dass ein paar
Melodien gecovert worden sind, das ist mir echt aufgefallen. Und wenn bei uns was falsch ist, finde ich, dann regen die sich alle auf. Und derjenige, der den ersten Platz hatte, wie zum Beispiel Corinna May, nur weil jetzt die Melodie gecovert war oder das Lied, wie auch immer, durfte sie denn nicht hin, also zum Grand Prix fahren. Das fand ich sehr unfair. Aber andere Länder dürfen das. Und das finde ich, dass es sehr unfair ist, weil da echt Melodien bei waren, die gecovert worden sind, meiner Meinung nach. Und die durften singen. Ja. Und Corinna May durfte das nicht. Und das fand ich sehr unfair. Dann finde ich, dürften die, die in Deutschland halt einen Fehler machen, auch hinfahren. Ne? Ja, finde ich auch. Nicht so. Das finde ich sehr unfair. Sie regen sich über uns auf, aber selber machen sie die Fehler und sagen gar nichts dazu. Genau. So, aber jetzt erstmal Schluss damit. Ihr könnt natürlich noch weiter anrufen und uns E-Mails schicken. Aber ihr müsst es aber nicht nur zu diesem Thema tun, nein. Sondern ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schicken, wenn ihr jetzt zum Beispiel Musikwünsche zum Grand Prix habt, also jetzt einen Song wählen wollt, der zum Grand Prix passt, wenn ihr zum Beispiel den Grand Prix gesehen habt aus einem bestimmten Jahr, aber nicht wisst, wie die Gruppe heißt oder das Lied, aber das Land noch wisst, dann könnt ihr uns damit sehr weiterhelfen und euch wünschen, was ihr hören wollt. Ihr müsst uns dann einfach nur in der E-Mail oder per Telefon sagen, welches Land welches Land dabei war und in welchem Jahr. Das ist wichtig. Also ihr müsst dann nur das Jahr nennen, zum Beispiel 2000. Ja, zum Beispiel 2000 und dann mit dem, wenn das Land Deutschland, das wäre zum Beispiel Stefan Raab gewesen. Ja. Oder natürlich auch, weil sie vom Vorentscheid, aber da gehen natürlich nur deutsche Lieder. Da müsstet ihr uns natürlich auch dann das Ja sagen. Gut, ich denke, wir machen weiter mit Musik. Und zwar geht es nämlich jetzt weiter mit den Olsen Brothers, und zwar mit dem Song Look Up, Look Down. Viel Spaß! Until the time you. Love is mine.
Oh, Senorita, listen to me. Marie, I'm begging upon my bended knees. If you mistrust me just the way to see, all I want to give you is security. Marie, Marie, you're my symphony. Marie, Marie, my tango melody. Marie, Marie, you're my destiny. Marie, Marie, through eternity. Our love lies waiting for you and me. Marie, Marie, Senorita, see. Da wir jetzt schon so viel über die New Angels geredet haben, spielen wir jetzt auch ein Lied von ihnen. Wir können natürlich auch noch anrufen und uns E-Mails schicken. Und zwar könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer 0511 33 17 42 und eine E-Mail könnt ihr uns schicken. Aber hier sind erstmal die New Angels mit Cold as Ice. Antenne, das Radio. I could never be, I could never feel free without your love. You can count on me, truly, honestly, you can trust my love. Lying close to you makes me feel so blue, feelings fade away. Wait, are you the one everyone is talking about? Yes, I'm Sarah Moss. They all call me Frame Sniper. Are you ready? やり方よ。
Hier sind wir wieder. Wir haben gerade eine E-Mail bekommen, diesmal von Danny Wiesner. Er schreibt uns wohl deswegen, weil er eben mit dem, weil es wohl eben mit dem Anrufen nicht so geklappt hat. Also er schreibt: Wiesner Maschenhorst, wann soll ich denn kommen und was wolltest denn du? Wiesner Maschenhorst, wann soll ich denn kommen und was wolltest denn du? Wiesner Maschenhorst, wann soll ich denn kommen und was wolltest denn du? Denn. Julia, was sagst du dazu? Also ich glaube, er kann heute nur diesen Satz. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt sage ich es nochmal für alle. Wir können zu dem Thema der Grand Prix noch anrufen und E-Mails schreiben. Und zwar, was haltet ihr davon, wenn die New Angels mal beim Grand Prix mitmachen würden? Und da könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer 0511 33 17 42, oder schickt uns einfach eine E-Mail. Gut. Marvin Wiesner, du kannst dich ja auch mal melden. Du weißt ja, wie das geht, also setz dich vor dem Computer und schick eine E-Mail an uns oder ruf uns einfach an. Also es ist nicht schwer. So, und jetzt kommt wieder ein wenig Musik. Danach hört ihr uns wieder. Ich sag immer Visa. Ich frage mich echt wieso. Also ich meine, danach hört ihr uns wieder. So, also bleibt dran. Antenne, das Radio. Schreibt: Hi Antenne. Ich finde das voll krank, von den New Angels beim Grand Prix mitzumachen. Die sind doch so schon bescheuert genug. Und live sehen können die auch nicht. Da würde sich
Deutschland doch voll beim Grand Prix blamieren. Macht weiter so, eure Sendung ist voll affengeil, Marvin. Also Julia, da frage ich mich überhaupt noch, ob sich Deutschland beim Grand Prix nicht schon öfter blamiert hat. Ja, ne? Aber ich finde eigentlich, da hat Marvin irgendwie ein bisschen Unrecht mit den Rangers, dass sie nicht live singen können. Das haben wir doch gesehen bei Popstars, da konnten die das doch sehr gut. Ja. Also live singen können sie, Marvin. Gut. Jetzt haben wir noch eine E-Mail bekommen, und zwar von Katrin, meine Freundin. Viele Grüße an Stuttgart, also Reutlingen, um genau zu sagen, weil sie kommt aus Reutlingen, aber liegt in der Nähe von Stuttgart. Da können wir auch gleich die Stuttgarter grüßen. So. Und sie wünscht sich den Song. Vielleicht sagt es euch, ist es euch bekannt darunter? Die Gruppe kommt aus Russland und hat letztes Jahr, also im Jahr 2001 beim Grand Prix, waren die mit dabei, kam aus Russland. Ja. Und die Gruppe heißt Mumitroll. Und zwar mit Lady Alpin Blue. Also eine ganz verrückte Truppe, und sie findet die Gruppe ganz gut. Also Katrin findet sie ganz gut. Naja, was ich so sagen würde, wenn man sich das so anguckt, wenn das jetzt aufgenommen hat oder so, wenn man sich die Gruppe so anguckt, also ich finde es ein bisschen, naja, mir fällt echt nichts ein. Aber hier erstmal für Katrin aus Reutlingen, und natürlich auch für alle anderen Zuhörer, die Gruppe Mumitroll mit Lady Alpenblue. Viel Spaß! Antenne, das Radio! You come as passion, or so special. You may want to believe me, but hey, your alpine eyes are blue. Here's my Siberian hymn for you. We better say, I'd rather die. Bundesrepublik. Achten Sie bitte auf dicke weiße Fussel, die in der Luft herumfliegen. Sie sind aus dem gentechnischen Laboratorium in Porz entwichen und sehr gefährlich. Frauen werden bei Hautkontakt damit schwanger und Männer schwul.
Und jetzt die Suchmeldungen mit Sir Jakob. Suchmeldung. Gesucht wird dieser Mann. Er ist 2,20 Meter groß, 1,90 breit. Er trägt einen großen Löffel als Waffe. Sein Kopf ist pink unter der Form eines Luftballons. Hat zwei gelbe Hasenzähne, trägt einen schwarzen Strampelanzug mit drei blauen Knöpfen. Er ist aus einem Supermarkt geflohen. Bitte rufen Sie uns nicht an, wenn Sie diesen Mann sehen. Er gehört dem Weihnachtsmann. An alle Autofahrer, kehren Sie sofort um, denn Ihr Haus wird gerade entführt. Vielleicht schaffen Sie es noch, Ihr Haus zu retten. Herr Krutz aus Krutz, unterwegs in einem Golf mit dem Kennzeichen Krutz, fahren Sie sofort nach Hause. Ihr Haus brennt. Und jetzt das Wetter mit Angelika Siebert. Wetter. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Diese Woche haben wir Sternzeichenwetter. Das liegt daran, dass alle Sternzeichen ja falsch sein sollen. Und los geht's. Niedersachsen. Es regnet männliche Steinböcke, also greifen Sie zu, liebe Damen. Sachsen-Anhalt. Es scheint Löwen vom Himmel. Sachsen. Es schneit Jungfrauen, also greifen Sie zu, liebe Herren. Baden-Württemberg. Es scheint Zwillinge vom Himmel. Berlin. Es hageln Widder vom Himmel. Achtung, schmerzhaft. Und jetzt der Stau mit Ramona Staub. A1 1 Kilometer, A2 10 Kilometer, A3 18 Kilometer, A4 100 Kilometer, A5 100 Kilometer, A7 11 Kilometer, B3 2 Kilometer, B65 3 Kilometer, B153 5 Kilometer, im Warndreieck 15 Kilometer, im Elbtunnel 7 Kilometer, sonst ist freie Fahrt. Der Stau wird 24 Stunden anhalten. Antenne des Radio. Am Mikrofon sind Ramona und Julia. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Song. Und zwar heißt die Gruppe Too Tricky mit Angel. Und das ist leider schon unser letzter Song. Das war's für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald, eure Ramona und Julia. Und jetzt noch der Song mit Too Tricky, also von Too Tricky mit Angel. Antenne des Radio. Closing in you.